Also ganz kurz nur zu Rhön, das ist eins der schönsten Mittelgebirgen. Wir sind hier im Forst am Kalten Nordheim, wo wir bewirtschaften 23.000 Hektar Wald. Heute bewegen wir uns halt in einem der großen Landeswaldreviere, im Revier Ibengarten. Iben sind übrigens Eiben, also wir haben hier einen sehr alten Eibenbestand. Wir haben eine Besonderheit, wir haben in der Rhön relativ viele Freiflächen, Wiesen und Hutungsflächen und wir sind auch im Biosphärenreservat. Insoweit gibt es da eine große Affinität dazu, vieles naturnah zu machen. Mein Name ist Moritz von Duschetzky, ich arbeite für Vakutech, bin hier als Global Head of Marketing heute in der Rhön, um Bäume zu pflanzen. Wir haben zwei Standorte in Würzburg und in Kölleda in Thüringen. Wir versuchen hier natürlich möglichst klimaneutral, möglichst klimafreundlich zu arbeiten. Aber diese Prozesse, die dort zur Energiereduzierung, zur Prozessoptimierung angestoßen wurden, haben irgendwann ein Ende. Das heißt, wir konnten nicht alle Emissionen reduzieren. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, den Rest dieser Emissionen auszugleichen in verschiedenen Projekten, zum Beispiel in Uruguay, und unterstützen hier in der Rhön im Biosphärenreservat, ganz in der Nähe vom Standort Würzburg, aber auch in der Nähe vom Standort Kölleda, eben verschiedenste Projekte, die zum einen auf das Thema Moore gehen, also Renaturierung von Mooren, oder eben wie hier heute Aufforstung von Walden und Wald und Waldflächen. Also wir haben uns bei dem Projekt dafür entschieden, etwas mit Waldinnenrändern zu machen und sind wirklich sehr glücklich und zufrieden oder froh, dass sie das mit uns gemeinsam tun.